Hallo ihr Lieben, ich bin's, die Annalena von Art bei Annalena, und es geht heute weiter mit dem zweiten Video. Und zwar habe ich eine Videoreihe begonnen, wie ihr diese Katze malen könnt. Das ist die liebe Jamila. Das ist die Katze von einer Freundin von mir. Und ja, ich habe euch in dem ersten Video gezeigt, welche Materialien ich benutzt habe, wie ihr das Gemälde starten könnt, was ihr da beachten müsst. Und heute geht es weiter mit dem zweiten Video. Alle Infos zu den Materialien habe ich euch schon im ersten Video erklärt. Das werde ich euch nochmal unten verlinken. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. So, hier seht ihr die Katze, die ich vom letzten Mal schon vorbereitet habe. Ich hebe die dunkleren Stellen nochmal hervor, indem ich über die nochmal drüber male. Und hier verblende ich diese dann wieder. Dasselbe mache ich dann mit der helleren Farbe, also ich trage sie wieder auf mit dem Pinsel der mittleren Stärke und verblende sie dann wieder mit dem steifen Pinsel. Den Vorgang wiederhole ich dann ein paar Mal, also ich gehe erst wieder mit der Farbe drüber, verwische das so ein bisschen und dann nehme ich mir wieder den dickeren Pinsel und verblende das Ganze. Als nächstes male ich das Fell. Ich habe die eine Seite schon mal vorbereitet und zeige euch jetzt, wie ihr das Fell so hinbekommt. Für das Fell im Gesicht benutze ich viel Wasser und meinen feinen Pinsel. Ich mische etwas Weiß mit Brauntönen, um einen natürlichen Farbeffekt zu erzielen. Für das helle und lange Fell am Brustkorb nehme ich meinen mittleren Pinsel und mische immer wieder Weiß mit leichten Brauntönen. Diesmal nehme ich allerdings viel mehr Weiß und viel weniger Wasser. Ich mische das Weiß, da Weiß in der Natur auch nicht einfach nur Weiß ist, sondern auch Brauntöne enthält, Grautöne enthält und auch viele andere Farben. Und es gibt auch wieder hellere und dunklere Stellen im Fell und die möchte ich auch auf mein Gemälde übertragen. Ich wechsle mich hier mit dem Fell im Brustbereich, also dem hellen langen Fell, und dem Fell im Gesichtsbereich, also dem kurzen, gräulich-bräunlichen Fell ab, um einen schönen Übergang von dunkel auf hell zu bekommen. Der Farbton im Fell fließt sozusagen über und das soll auch auf dem Gemälde so wirken und nicht abgehackt aussehen. Auch um die Nase herum arbeite ich mit feinen Linien für einen schönen und realen Effekt. Diese Linien male ich dann mit einem dunkleren, fast schon schwarzen Braunton, da das Fell um die Nase sehr, sehr dunkel ist. Im Nachhinein mische ich dann aber auch immer wieder mal hellere Felllinien unter die Nase, da das einfach in der Realität auch so ist. Ich schiebe mir die Leinwand dann auch immer so hin, wie sie für mich am leichtesten zu bemalen ist. Und dann zeichne ich die Felllinien einfach weiter. Beim Auftragen achte ich darauf, dass nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Wasser im Pinsel enthalten ist. Dafür bekommt man recht schnell ein Gefühl, da bei zu viel Wasser der Pinselstrich nicht fein, sondern eher breit wird, oder es bildet sich sogar eher ein Wassertropfen als eine Linie. Wenn das passiert, wische ich den Tropfen einfach mit dem Finger weg, streiche das überschüssige Wasser vom Pinsel an meiner Küchenrolle oder an meiner Farbpalette ab und trage dann die nächsten Felllinien wieder auf. Die Felllinien müssen übrigens in keinem bestimmten Abstand zueinander stehen. Hier male ich einfach nach Gefühl und trage wirklich viele Linien auf und das immer wieder, bis mir das Ergebnis gefällt. So arbeite ich mich dann rund um das Gesicht vor. Am Kopf beginne ich mit feinen Linien mit dem Pinsel der mittleren Stärke. Auch hier arbeite ich wieder in der Fellrichtung. Dabei trage ich den Pinsel nur in sehr kurzen Momenten auf, damit die Pinselstriche nicht zu dick werden. Auch wenn das Fell manchmal eben aussieht, es ist nicht gleichmäßig lang. Daher baue ich immer mal wieder Felllinien ein, die ein bisschen weiter nach außen ragen als der Rest. Das lässt das Gemälde nochmal realistischer wirken. Auch hier beim Nasenbereich achte ich schon darauf, dass ich die Fellrichtung einhalte, auch wenn die Felllinien sehr kurz sind, aber es wird schon eine sehr klare Richtung vorgegeben. Und je weiter ich dann wieder nach oben komme, desto länger werden die Felllinien. Schaut euch da deswegen die Vorlage immer gut an und versucht die Richtung des Fells zu übertragen, die wechselt nämlich auch immer ein bisschen.
Je weiter ich mich also vom Gesichtsbereich, also Nase, Augen und Mund entferne, desto länger wird das Fell. Auch beim längeren Fell können ruhig mal kürzere Felllinien mit eingebaut werden. Das macht gar nichts. Auch wenn die Farbe mal nicht reicht oder der Pinsel zu früh abgesetzt wird, ist es gar kein Problem. Es ist eigentlich sogar erwünscht. Im Allgemeinen sollte das Fell außerhalb des Gesichts aber länger wirken als das hier im Gesichtsbereich. Ich arbeite mich hier von der Nase bis zu den Augen sozusagen von unten nach oben vor. Wobei im Bereich des Nasenrückens das Fell relativ gleich lang ist und dann erst wieder oben bei den Augen länger wird. Außerdem ändert sich weiter oben auch die Fellrichtung. Während beim Nasenrücken das Fell eher gerade verläuft, läuft es zwischen den Augen ziemlich spitz zusammen. Das kann man hier recht schön sehen. Zur Farbmischung wollte ich noch kurz was sagen. Ich mische hier immer wieder Weiß mit Grau- und Brauntönen und der Farbton fällt immer eine Nuance anders aus als bei der Mischung davor. Das ist überhaupt nicht störend. Es ist ja in der Natur auch wieder so, dass nicht alles perfekt ist und so kleine Nuancen wird man später gar nicht sehen. Auch hier muss ich die Farbe immer wieder neu mischen, wobei die Farbe nie gleich ausfallen wird. Wenn mir dann aber mal auffällt, dass eine Stelle heller ist oder viel dunkler ist als der Rest oder es anders ausschaut, als das Foto es vorgibt, dann mische ich die Farbe entsprechend neu an. Mit der neuen Farbe bearbeite ich dann die Stellen, mit der ich nicht zufrieden war und füge wieder weitere Felllinien ein. Das mache ich dann so lange, bis es wieder zum Rest des Bildes passt. Manche Stellen im Fell sind aber auch von Natur aus heller oder dunkler als andere. In dem Fall trage ich natürlich mehr hellere Farbe an den Stellen auf, an denen das Fell auch heller ist, oder weniger helle Farbe an den Stellen, an denen das Fell dunkler ist. Dieser Vorgang dauert dann auch entsprechend lange, da so eine Katze oder je nachdem, was ihr für ein Tier malt, natürlich auch sehr viel Fell hat. Man braucht hier also wirklich viel Geduld und auch Ausdauer. Wenn man aber irgendwann keine Zeit oder Konzentration mehr hat, dann hat man natürlich auch jederzeit die Option, den Pinsel mal auf die Seite zu legen und einfach ein anderes Mal weiterzumachen. Wenn ihr das macht und die Farbe nicht austrocknen lassen wollt, dann könnt ihr die Farben mit einer Frischhaltefolie abdecken. So halten euch die Farben auch bis zum nächsten Tag. Allzu oft oder über mehrere Tage klappt dieser Tipp leider nicht, aber es ist doch sehr praktisch, da ich einfach lange an solchen Bildern arbeite und diese nicht innerhalb von einem Tag fertigstellen kann. Also wenn es euch auch so geht, dann benutzt diese Taktik gerne und schaut mal, wie ihr damit arbeiten könnt. Bei mir klappt es wie gesagt ganz gut, aber ich mache das auch nicht jedes Mal. Bevor ich das Fell vor dem Ohr male, stelle ich sicher, dass mir das Ohr selbst gefällt. Also wie ich das Ohr bis jetzt gemalt habe. Ich habe bis jetzt das Ohr eigentlich nur grob mal ausgemalt, deswegen gehe ich nochmal drüber, stelle nochmal die Feinheiten ein, mache einen schönen Verlauf von dunkel auf hell und schaue, wo Schattierungen hingehören und erst dann zeichne ich die Felllinien ein. Im Grunde verfolge ich beim Malen die Strategie, dass das, was im Hintergrund ist, ich auch zuerst male. Deswegen habe ich zum Beispiel den einfarbigen Hintergrund als erstes gemalt. Das habe ich einfach aus dem Grund gemacht, weil das Fell später über dem Hintergrund steht und so kann ich das dann halt viel leichter einzeichnen. Ich habe das auch bei ein paar Bildern mal andersrum gemacht. Ist natürlich auch möglich, dass man erst praktisch mit dem Tier an sich beginnt und später dann den Hintergrund malt, aber dann muss man halt später, wenn man den Hintergrund eigentlich schon gemacht hat, nochmal drüber malen über die Felllinien, damit sich das Fell über den Hintergrund legt und so spart man sich den Schritt einfach. Dann fange ich am liebsten mit den Augen an. Das muss man natürlich nicht so machen, aber ich finde die Augen sind immer am faszinierendsten. In den Augen sieht man die Persönlichkeit,
die sich widerspiegelt, und das Farbspiel und die Musterung ist einfach wahnsinnig interessant. Und im Anschluss mache ich dann Nase, mache dann das Fell, also wie ihr das auch gesehen habt, den Felluntergrund sozusagen, mache da die Schattierungen rein und beginne dann mit dem Verblenden und dann mit den Felllinien an sich. Man sieht hier auch wieder schön, dass ich von außen nach innen wieder kleiner werde mit den Felllinien. Also je weiter am Rand des Kopfes ich arbeite, desto länger sind die Felllinien, und je weiter ich dann zum Auge komme, desto schmäler werden sie wieder. Man sieht hier recht schön, wie ich die Felllinien in kurzen Linien um das Auge herum verteile und nach hinten spitz zusammenlaufen lasse. Außerdem lasse ich einzelne Haare auch mal vor dem Auge wachsen, in Anführungsstriche, also entgegen der eigentlichen Fellrichtung. Dadurch wirkt die Katze wieder authentischer. Vorne am Auge ist es etwas schwierig, die Fellrichtung zu finden, da hier viele Fellrichtungen zusammenkommen. Das heißt, zum Nasenrücken hin verläuft das Fell einmal nach oben zur Mitte und dann nach unten zur Nase, und unterhalb des Auges verläuft das Fell eher nach unten, aber nicht gerade nach unten, sondern eher in einem Bogen Richtung Backe. Das ist also wirklich schwierig, da die richtige Richtung herauszufiltern, da so viele Fellrichtungen zusammenkommen. Damit ich mich leichter tue, fange ich an, die Fellrichtung vom Nasenrücken zur Backe einzumalen und baue dann darauf auf. Als nächstes zeichne ich das Fell ein, das von der Nasenspitze zur Backe läuft, und verbinde dann die zwei Linien miteinander. Und so arbeite ich mich dann Stück für Stück vor und lasse das Fell ineinander fließen. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, like das Video, subscribe gerne, teilt es mit Freunden. Wenn euch meine Arbeit allgemein gefällt, dann folgt mir gerne auf Instagram oder Facebook. Da ich das Video nicht komplett fertigstellen konnte, muss ich nochmal den dritten Teil machen. Ich hoffe, das stört euch nicht, und ich hoffe, wir sehen uns dann beim dritten Teil. Bis dann!